Wachstumsstörungen sind Störungen des Längenwachstums bei Kindern und bei Jugendlichen. Meistens vermutet man, dass Kinder das mit 8 oder 9 Jahren für sich selber auch wahrnehmen, dass sie zu klein sind und dass sie sich dann auch daran zu stören beginnen. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass Wachstumsstörungen immer dann vorhanden sind, wenn man den Eindruck hat, dass ein Kind nicht richtig wächst. Wir waren beim Hausarzt und der hat uns darauf hingewiesen, dass Florina zu klein sei für ihr Alter. Da war sie jährig. Und ich habe dann gefunden, ja, wir sind beide auch nicht so groß, das ist sicher normal. Und er hat dann weitere Abklärungen vorgeschlagen. Und daraufhin überwies er uns dann zum Spezialisten. Florina hatte auch Schlafstörungen, sie aß nie richtig gut. Sie hatte keine Energie, jammerte häufig rum. Das hat der Hausarzt uns gesagt, seien alles auch Anzeichen von einem Wachstumshormonmangel. Wenn der Hausarzt oder der Kinderarzt, der dies anhand von Wachstumskurven anschaut, den Eindruck hat, dass das Kind nicht genügend wächst, dann wird er das Kind entweder zu einem Spezialisten zur weiteren Abklärung zuweisen oder selbst erste Abklärungsschritte vornehmen. Ein Abflachen der Wachstumsgeschwindigkeit, das man in diesen Wachstumskurven gut erkennen kann, ist ein Hinweis dafür, dass es dem Kind möglicherweise in irgendeiner Situation gesundheitlich nicht gut geht. Das muss nicht nur eine Hormonstörung sein, das kann durchaus auch einmal beispielsweise eine Verdauungsstörung sein oder eine Nahrungsaufnahmestörung. Die Probleme mit dem Nichtmögen, mit dem Schlechtessen, mit dem Schlafen, das hat sich nun alles eigentlich nach der Diagnose erklären lassen, was für uns sehr viel einfacher geworden ist. Und was nachher kam, war eigentlich nicht schwierig. Die tägliche Spritze am Abend hat sich schnell eingespielt und das geht gut so. Im Kindes- und Jugendalter diagnostizieren wir Wachstumsstörungen häufiger bei Jungen als bei Mädchen. Es könnte sein, dass möglicherweise ethnische oder soziologische Faktoren eine Rolle dafür spielen, dass die Knaben früher zugewiesen werden als die Mädchen. Ein Kind hat eigentlich eine Chance, richtig zu wachsen, und das ist seine Wachstumsphase von der Geburt bis zum 16., 15. oder 16. Geburtstag. Und wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, dann hat man nachher keine Möglichkeit mehr, das Längenwachstum in irgendeiner Art und Weise nochmals zu stimulieren. Menschen, die beispielsweise im Erwachsenenalter keine Wachstumshormonbehandlung mehr durchführen, obwohl sie einen Wachstumshormonmangel haben, haben ein höheres Risiko für beispielsweise Herzgefäßerkrankungen, also Herzinfarkt, und Hirngefäßerkrankungen, also Hirnschlag. Das Wachstumshormon beeinflusst darüber hinaus nicht nur das Längenwachstum des Knochens, sondern zum Beispiel auch die Stabilität des Knochens. Wenn Kinder einen Wachstumshormonmangel haben und diese Behandlung nicht durchgeführt wird, dann haben sie im Erwachsenenalter ein erhöhtes Risiko, früh Osteoporose und Frühknochenbrüche zu erleiden. Und hier kann man zusammengefasst wirklich festhalten, dass es sich bei einem Wachstumshormonmangel und der Behandlung eines Wachstumshormonmangels nicht um eine Lifestyle-Intervention handelt und auch nicht um eine kosmetische Intervention, sondern um eine Situation, in der einem Kind ein Hormon fehlt. Das wirkt sich ungünstig auf die Gesundheit aus und deswegen sollte dieser Hormonmangel ersetzt werden.